Moin, Servus und herzlich willkommen hier auf unserem Surfschule Norddeich YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael Vogel und heute ist Teil 2 der Neopren-Session. Das ist eine mobile Wichtig Skihütte auch zum Abrennen-Surf. Und ja, wir gehen jetzt Richtung Winter rein, November bis ja, irgendwo April, Ende März. Und dazu haben wir wieder Verstärkung geholt wie in Teil 1. Die Maria aus unserem Shop ist wieder am Start mit mir. Da kommt sie auch schon. Hallo. Hey. So, die Maria hilft uns gerne hier. Wir haben hier noch ein paar Neos vorbereitet, hier ein paar Accessoires. Und ja, wie ihr wisst, wir sind super viel am Wasser. Ich habe es in der ersten Folge schon gesagt, wir sind weit über 200 Tage am Wasser. Und wenn wir alle einzeln wollen, ist frieren. Und wir schauen jetzt mal, wie frieren wir nicht zwischen ja, November und März. Und ich habe schon gesehen, du hast hier 2 Anzüge mitgebracht. Genau. Das ist natürlich auch das nächste Preissegment, aber wir schauen jetzt mal auf die Verarbeitung. Das ist, glaube ich, jetzt ein 5-4er. Genau, das ist ein 5-4er. Der ist dahingehend besser sozusagen als das reine Einstiegsmodell, weil er mehr Fütterung hat. Das ist immer sozusagen eines der ausschlaggebenden Elemente für den höheren Preis. Also mehr Fütterung, mehr Wärme. Mehr Wärme und die Verarbeitung der Nähte. Wir zeigen euch das dann gleich nochmal im Detail. Was man hier auch schön sieht, hier ist Glatthaut in diesem Bereich. Das ist jetzt der Anzug, der 5-4-3 mm hat, das heißt 3 mm an der dünnsten Stelle. Das ist nur hier unter den Achseln, damit ihr mehr Bewegungsfreiheit habt und überall sonst ist er schön dick und ordentlich gefüttert, Bewegungsfreiheit, sodass es schön Maria. Warm bleibt. Ja. Bewegungsfreiheit, ja, ist, ihr könnt ja sagen, ach, da gehe ich in ein Tauchsegment oder kaufe mir irgendwo anders her eine Neo, aber in unserer Sportart beim Kiten, Wingern, Windsurfen brauchen wir Neos, die nicht nur dick sind, sondern auch eine hohe Bewegungsbreite haben. Genau. Und da ist der Hauptunterschied, das heißt, bei uns darf auch ruhiger ein bisschen Wasser reinkommen, das wärmt euch auch besser. Dann habt ihr hier schon so Train Holes auch, vorne und hinten, dass das wieder rausgehen kann. Von der Passform bei den Winteranzügen, Brust- oder Frontzip oder Chestzip ist zu bevorzugen? Auf jeden Fall zu bevorzugen, einfach weil man dann weniger Wassereinbruch hinten hat und die Passform besser ist. Immer auf den Fronteinstieg gehen, das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, wenn man sich da reinzwängen muss. Zwängen ist auch, ne? Man muss auch richtig reinzwängen. Genau, also man muss richtig drinstecken. Je enger der Neo sitzt, desto wärmer hält er. Da hilft leider Bequemlichkeit gar nicht, sondern wenn ihr beim ersten Mal fast nicht reinkommt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der gut passt sozusagen. Holt euch da gerne Hilfe, wenn ihr das erste Mal nicht schafft, da alleine reinzukommen. Vielleicht auch beim zweiten Mal. Spätestens, wenn ihr im Wasser seid, passt sich der richtig gut an den Körper an und ihr werdet sehr dankbar dafür sein, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, euch einzuzwängen. 5-4 ist ja so, wir haben ja noch einen hier, da geht es hoch dann auf 6-4. Und da sind wir dann auch in der obersten Liga der Neoprenanzüge praktisch. Nämlich hier haben wir auch, und das ist so unser bevorzugtes Modell im Winter, nämlich hier mit integrierter Kapuze, ist noch mehr eine Nummer stärker, dicker, bei voller Beweglichkeit. Und jetzt haben wir natürlich hier den Unterschied, einmal mit Kapuze und hier haben wir einmal mit externer Kapuze. Das heißt hier, da seht ihr schon, wenn man so ein bisschen mittelalterliche Filme erkennt, na, schaut es so ein bisschen aus, keine Sorge, ein bisschen martialisch. Aber es gibt halt einfach den Unterschied, dass die Kapuze hier dran ist, die kann natürlich abklappen, so wie bei uns gerade, wenn wir unterrichten und es ist dann doch angenehm warm, kann man die schön abnehmen. Die drückt dann auch nicht, das passt alles. Oder man sagt, nee, mir ist sowieso immer warm, ich habe lieber einen Fünfer, mit dem kann ich dann fast das ganze Jahr an der Nordsee durchfahren und hole mir für die richtig kalte Zeit hier eine Kapuze, dann ist das die erste Wahl. Und da muss immer dieser Lappen nach Mülke dran sein, damit es schön abschließt im Halsbereich. Genau. Und bei den Ohren ist eigentlich ganz gut, wenn die zu sind. Ich persönlich, bevor Maria loslegt, habe hier noch eins. Wir haben hier bei der Kapuze, da ist immer darauf zu achten, dass das eigentliche Neopren relativ über den Ohren oder bei den Ohren maximal erst ansetzt. Wenn es zu weit unten ansetzt, drückt euch das zu sehr am Hals. Und das hat bei uns, wir haben, ja, bei unseren Tränen auch, wir haben alle mal ein bisschen Kopfschmerzen bekommen und seit das jetzt anders verarbeitet worden ist, dass der Abschnitt weiter oben anfängt, sind die Kopfschmerzen weg, weil einfach, ja, hört sich blöd an, aber mehr Sauerstoff ins Hirn kommt und weniger Druck da drauf ist auf der Ader und von dem her passen die perfekt und das ist unsere erste Wahl für den Winter bei 0 Grad. Ja, also bei richtig kalten Temperaturen und ich zeige euch gleich warum. Das Geheimnis sozusagen, schaut mal, wie kuschelig das Innenfutter ist. Das passt ist auf, wie unsere Bettwäsche.
Genau, also das ist fast überall im Neopren verarbeitet und das ist halt einfach wie ein dickes Vlies sozusagen, das ihr im Winter irgendwo drunter zieht oder so. Das ist kuschelig, das ist warm und das schützt euch vor Wind und Wetter und macht euch dann richtig viel Freude auch am Wasser. Der Hauptunterschied liegt dann noch bei den Nähten. Ihr seht schon hier bei den einzelnen Anzügen, da sind die Nähte außen, bei den Topmodellen sind die Nähte außen und innen verklebt. Das heißt, dass möglichst wenig Wasser eindringen kann. Dass möglichst, wenn Wasser drin ist, dass es möglichst leicht wieder rauskommt. Und ja, jetzt ist Winter, das ist eine irrsinnig lange Zeit. Und früher war das so, dass wir gesagt haben, ja, Wasser und Luft müssen 15 Grad ergeben. Ja, dann kann man aufs Wasser gehen, die Zeiten sind lang vorbei. Das ist wie beim Skifahren, wenn ihr gute Klamotten habt, könnt ihr das ganze Jahr, vor allem könnt ihr die windreichste Zeit des Jahres mitnehmen. Und wer frieren sollte aus Teil 1, wer aufgepasst hat, haben wir hier den Windstopper, Windbreaker dabei, der super leicht ist, aber euch euren Einsatzbereich, eure Komfortzone am Wasser extrem erweitert. Das ist so, Maria, wo liegen wir denn preislich jetzt überhaupt hier? Ja, also die ganz dicken Winterneos, wie gesagt, hängt ein bisschen vom Futter und Verarbeitung der Nähte ab, aber geht los bei ungefähr 400 bis 450 Euro. Nach oben hin, wie bei allem, was Spaß macht, recht weit offen, geht bis 600, 700 Euro, je nachdem, was man haben möchte. Aber also das ist ein Modell, mit dem wir sehr zufrieden sind, das auch unsere Trainer anhaben, die auch wirklich viele Stunden im Wasser stehen und unterrichten, auch dann noch im November. Und die da wirklich auch sagen, es ist warm, es ist ertragbar, man kann das gut machen. Und deswegen ist es so mit 450, 400 Euro ungefähr schon eine gute Wahl auf jeden Fall. Ja, es ist auch komplett feines Mesh außen drauf. Das heißt, das Wasser fließt ab, die Passform ist gut. Das ist unaufgepasst, absolut nachhaltiges Produkt. Es sind überwiegend aus recycelten Stoffen verarbeitet wird bei Sorys. Und das hat uns überzeugt, gleichzeitig auch die Passform. Also wir haben festgestellt, genau, dass die eine sehr, sehr gute Passform haben, dass die Tabelle, die hier dabei ist, dass die sehr gut zu verwenden ist. Es gibt so eine Größentabelle, wo genau drauf steht, wie groß man ist, wie schwer man ist und dann weist das sozusagen die Größe auf, die man vom Neopren braucht. Die trifft wirklich fast immer zu, also da kann man sich drauf verlassen. Hilft natürlich beim Neoprenkauf, vor allem wenn man sich so reinzwängen muss und das Anprobieren nicht unbedingt sehr viel Spaß macht. Aber das Reinzwängen ist wichtig. Wenn ihr locker reinkommt am Anfang, ist es zwar toll beim Probieren, aber ihr werdet frieren ohne Ende. Die Neos passen nicht und wenn ihr Pech habt, oder so unser Pech, dann habt ihr keine Lust mehr auf den Sport. Aber ein Gimmick habe ich noch für das absolute Upgrade. Natürlich unsere stylische Mütze mit unserem Logo für 24,90. Genau. Die braucht man auf alle Fälle. Und dann natürlich hier, das ist so seit 2021, Oversize-Jacken im Winter. Das heißt wasserdicht, winddicht und innen mit Fell, Frottee, wie auch immer. Das sind so, Maria, zieh dir mal an, die müssen Oversize sein. Also die müssen so groß sein. Die sind nämlich dafür gedacht, dass man die über den Neo anzieht, wenn man am Strand steht und sich mit allen unterhält, wann das Wasser kommt, wie kalt es ist und so weiter. Ja, es ist eine mobile Skihütte im also, Prinzip. Genau. Das ist eine mobile wichtig Skihütte auch, zum Abwehr-Surf. Die Arme sind jetzt natürlich, für mich ist der extra groß, aber das soll auch so, damit die Arme und Hände auch geschützt sind, wenn man da steht und quatscht und sich über den letzten Sprung und das letzte Manöver unterhält. Auch dann hier natürlich mit Kapuze, aus der man fast nichts mehr sieht, damit eben sozusagen wirklich überall Kälte anfällig wäre, der Körper geschützt ist und damit man einfach richtig viel Zeit im Freien, auch bei eisigen Temperaturen am Strand, verbringen kann, dass man coole Sessions hat und danach auch noch gesellig rumstehen kann. Ja, ich kann nur sagen, also Dänemark ist der Standard, da gibt es auch noch die Hosen dazu, also ohne dem gehört man fast nicht dazu. Für Hundebesitzer mittlerweile auch sehr häufig die erste Wahl in den Monaten, wo es relativ viel Grau in Grau und Regen hat. Und zum Umziehen im Winter haben wir natürlich auch, Maria war natürlich jetzt so nett und hat uns noch was mitgebracht. Wenn ihr euch umziehen müsst am Strand dann, oder wo auch immer auf der Welt, dann ist das natürlich seit Jahren Ponchos. Die gibt es in allen Farben, in allen Variationen, mit Reißverschluss, ohne, mit Taschen, vorne, seitlich. Kapuze hinten für Kinder, für Erwachsene, für die Oma, für den Opa. Die gibt es für alle, für jede Lebenssituation. Und das ist natürlich auch, wenn ihr sowas habt mit der Jacke, seid ihr top ausgestattet. Und wo liegen denn die preislich eigentlich? Die Jacke ja, liegt bei? Ja, also die Jacke, das geht meistens los so bei 110, 120 Euro, auch da so bis 250, je nachdem, was man gerne haben möchte, welche Features und so weiter. Und die Ponchos, ja, die liegen so bei zwischen 55 bis 90 Euro, je nach eben Materialwahl, können Ausstattung, wie auch immer. Aber
der Trend geht mittlerweile zum Zweit- und Drittponcho. Die sind so beliebt, weil sie eben in vielen Farben gibt und so universell einsetzbar sind. Ob man in die Sauna geht, ob man ins Schwimmbad geht oder einfach daheim auf der Couch rumsitzt. Man hat einfach immer eine Privatsphäre dabei, wenn man irgendwo ist. Genau. Und schon mal vormerken, für den Geburtstag oder für Weihnachten, top Geschenk, freut sich jeder. Und da können wir uns vertrauen. Und ja, ich sage erstmal, wir haben, glaube ich, jetzt so den Winter abgedeckt. Wir haben den Frühling und den Herbst abgedeckt. Mit der ersten Folge auch den ganzen Sommer. Was uns noch fehlt, ist mir gerade aufgefallen, Schuhe. Maria, im Winter, im Sommer kann man normale Slipper anziehen. Im Winter hast du uns jetzt einen Schuh mitgebracht. Genau, also das ist auch was, eines von den ersten Features, mit dem man sozusagen die Saison verlängert, ist einfach... Ja, als Einsteiger auch der erste Feature, eigene Schuhe. Ja, genau. Aber wenn es eben um Kälteschutz geht oder vor allem auch für die Mädels, empfehlen wir immer die dicken, hohen Schuhe fürs ganze Jahr sozusagen. Man friert einfach deutlich weniger auch am ganzen Körper, wenn die Füße warm sind. Und man hat ja beim Wassersport einfach viel Wasserkontakt mit den Füßen. Deswegen da auch schauen, dass ihr gute Schuhe habt, die schön warm sind, die ordentliche Fütterung haben und gut am Fuß sitzen. Auch da lieber. Was ist denn gut am Fuß sitzen? Wie viel Platz soll denn vorne sein ungefähr? Also es kann so, also bitte nicht wie Sportschuhe zwei Nummern zu groß, sondern maximal Finger Luft, wenn die kleinere Größe extrem drückt. Also wenn es extrem drückt, ist auch schlecht, weil dann kriegt man Druckstellen an den Zehen und eventuell auch an den Nägeln. Deswegen zu klein dürfen sie nicht sein. Wenn Fingerluft ist, wäre noch ist okay. Aber schon schauen, dass die schön eng sitzen. Wir sagen immer, wie eine Socke. Ich sehe schon, bei Maria, wir machen eine eigene Folge zu den Schuhen. Das dauert. Ja, es gibt so viel zu erzählen dazu, deshalb. Also es gibt eine eigene Folge zu den Schuhen, aber auf alle Fälle Schuhe upgraden für den Winter, braucht ihr vernünftige Schuhe. Weil, tut mir einen Gefallen, wenn ihr im Winter auch in Stereo unterwegs seid, geht bitte nie alleine aufs Wasser. Weil, auch wenn ihr Top-Equipment habt, es wird trotzdem, glaubt ihr uns, relativ schnell kalt, wenn der Kite mal nicht hochgeht oder ihr länger im Wasser seid, als euch das lieb ist oder was ihr geplant habt. Also nie alleine, geht zu dritt, Max, immer zu dritt Minimum aufs Wasser, sagt Bescheid und bitte mit vernünftiger Ausrüstung im Winter, dann habt ihr richtig Spaß. Ihr seht, die Sonne scheint, der Wind weht, das Wasser kommt da hinten. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Bitte verbreitet es auch, dass auch viele was von dem Content mitbekommen. Ja, Nordic steht als Surfmarke. Wir leben Surfen und zwar weltweit. Und jetzt habt ihr so eine Idee, was ihr im Winter braucht, wenn ihr das hier weiter nutzen möchtet, damit ihr praktisch top ausgestattet seid in den kalten Monaten, wo die höchste Windwahrscheinlichkeit ist. Schätzt mal, wie oft unsere Einheimischen hier aufs Wasser kommen. Ja, bis zur nächsten Folge. Das war heute Teil 2. Gerne liken, gerne kommentieren, gerne verbreiten. Wir sehen uns irgendwo auf der Welt, mit Sicherheit aber am Wasser und dein Nordteich. Ciao, Servus. Euer Michi. Tschüss.